Yoga für Läufer, schön, dass du mit dabei bist. In dem Video stelle ich dir spezielle Yoga-Übungen vor, die du zu Hause direkt nach dem Lauftraining üben kannst. Die Übungen sind ein herrlicher Ausgleich, um Muskelgruppen, die beim Laufen sehr beansprucht werden, bewusst zu dehnen und da hinein zu entspannen. Komm bitte an in den Vierfüßlerstand, leg dir auch eine Decke mit in die Nähe. Du bist im Vierfüßlerstand angekommen, schieb deinen rechten Fuß nach hinten, links dazu, Gesäß zur Decke, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Die Fersen ziehst du abwechselnd Richtung Boden, indem du die Beine beugst. Und nutz die Übung dazu, um ganz bewusst in deinem Körper anzukommen, den Atem zu spüren. Löse auch mal die Zehen, spreiz die Zehen. Und jetzt hebst du beide Fersen an, dein Gesäß geht höher, atme neu ein und lass die Fersen Richtung Boden sinken. Mach das nochmal. Fersen anheben, Gesäß geht höher, halte das und lass die Fersen schwer Richtung Boden sinken. Tief einatmen, Blick nach vorn, bring die Knie zurück auf die Matte. Jetzt leg dir gerne eine Decke unter die Knie und hol dir den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Füße geerdet, einatmen, richte dich auf. Die erste Übung ist eine wunderbare Dehnung deiner Oberschenkelmuskulatur. Stütz dich ab mit deinem rechten Unterarm auf deinem rechten Oberschenkel, erde dich, drück den rechten Fuß fest in den Boden, beug dein linkes Bein. Mit deiner linken Hand suchst du dir den linken Spann. Falls du nicht hinkommst, nutze gerne einen Gürtel oder einen Gurt. Und jetzt drück den Spann in die linke Handfläche. Also du ziehst die linke Ferse bewusst weg vom Gesäß. Heb den Oberkörper höher, die Bauchmuskulatur ist aktiv. Atme. Und wenn du eine Stabilität im Becken gefunden hast, probier das aus, bring auch die rechte Hand an den linken Spann dazu. Blick anheben, die Ellenbogen ziehen auseinander. Kannst jetzt wunderbar die linke Oberschenkelmuskulatur dehnen, aber gleichzeitig deinem Herzen mehr Raum geben. Atme. Auflösen, kipp ein kleines Stückchen nach vorn, löse die Hände und wechsel. Links geht nach vorn, drück den linken Fuß, heb den Oberkörper an. Atme es neu ein mit einer Ausatmung, beug dein rechtes Bein, rechte Hand geht an den Spann. Jetzt drück wieder den Spann in die rechte Handfläche und beginn das Becken ganz leicht nach vorn zu schieben. Richte dich auf, heb den Oberkörper an. Kannst einen Schritt weiter gehen, die linke Hand an den rechten Spann und atme. Spür dich, dehn dich, schaff einen guten Ausgleich zu deinem Lauftraining. Die Ellenbogen ziehen weit auseinander und so wie du den Spann in die Handflächen drückst, wird die Dehnung intensiver. Neues Einatmen. Ausatmen, auflösen, zurück in den herabschauenden Hund, wieder den linken, rechten Fuß nach hinten schieben, Gesäß zur Decke. Atme, tief ein und tief ausatmen. Und dann ziehst du die Knie zurück auf die Matte. Die nächste Übung ist eine super Dehnung deiner Beinrückseite. Rechter Fuß nach vorn. Jetzt achte mal darauf, Füße hüftgelenksbreit, also hast einen gewissen Abstand zwischen beiden Füßen. Jetzt lauf mit deinem rechten Fuß mehr nach vorne und streck das rechte Bein aus. Die Hüfte ist genau über deinem linken Knie. 90 Grad Schienbeinspann. Also du hast die Zehen gelöst, die Beine gelöst. Atme ein, heb mal den Blick an. Und jetzt schau, dass es dir gelingt, dass du nur aus der Hüfte
dich nach vorn unten sinken lässt. Ein paar ruhige, gleichmäßige Atemzüge. Beginn bewusst aus deiner rechten Hüfte heraus das rechte Bein zu strecken. Drück die rechte Ferse kraftvoll in den Boden. Nimm die Dehnung wahr. Und dann lass die Dehnung zu. Mit jeder Ausatmung kannst du da richtig schön rein entspannen. Ich empfehle dir, diese Position, wenn du für dich allein zu Hause übst, 1 bis 2 Minuten zu halten. Einatmen, wieder Kopf anheben, Rücken lang. Wechsel. Links nach vorn. Vergrößere den Abstand. Und dann streck dein linkes Bein aus. Hüfte wieder über dem Knie, also vermeide es unweites nach hinten ausweichen. Finde deinen Abstand. Das linke Bein streckst du kraftvoll aus. Erde dich über die linke Ferse, spreiz die Zehen. Atme neu ein und dann schließ die Augen. Lass dich über das linke gestreckte Bein sinken. Kannst dir immer wieder vorstellen, in einer Ausatmung bewusst in die Dehnung hineinzugehen. Üb aus einer inneren Ruhe und Gelassenheit heraus. Gerade für Läufer sind diese Positionen extrem anspruchsvoll. Die meisten Läufer haben die Beinrückseiten zu wenig gedehnt. Wenn du jetzt dein Bein nicht strecken kannst, mach das so, wie das für dich gerade geht. Atme aus, komm einatmen zurück und dann schieb dich wieder zurück in den herabschauenden Hund. Geerdet über die Hände, dein Gesäß zur Decke und dann ziehst du die Fersen nochmal abwechselnd Richtung Boden. Vielleicht merkst du, dass das Ganze jetzt schon viel leichter geht. Ich zeige dir noch eine schöne Übung aus dem herabschauenden Hund heraus. Du kannst dich mit deinem rechten Spann in deiner linken Ferse abstützen. Jetzt ziehst du die linke Ferse mehr Richtung Boden. Wenn du gut gedehnt bist, ist es leicht, die linke Ferse auf den Boden zu bringen. Dein Rücken bleibt lang. Falls du weniger gedehnt bist, geh an deine Dehngrenze. Skala 1 bis 10. Du gehst Richtung 8. Tiefe Atemzüge. Wechsel. Rechts erden, linke Spann, legst auf die rechte Ferse ab und über die Schwerkraft zieh die rechte Ferse bewusster Richtung Boden. Aus den Schultern streck die Arme, drück die Hände kraftvoll in den Boden. Gesäß Richtung Decke. Atme ein, ausatmen, Füße zurück, Knie auf die Matte. Die nächste Übung ist ein absoluter Klassiker, die Taube. Das ist eine gute Dehnung deiner Hüftbeugemuskulatur. Speziell der Psoas wird gedehnt. Jetzt führ dein rechtes Knie zur rechten Hand nach vorn. Dein rechter Fuß geht zur linken Mattenaußenseite. Die Decke brauchst du jetzt nicht mehr. Eine Linie. Rechtes Schienbein spannt, drück den Spann fest in den Boden. Die Zehen hinten sind aufgesetzt, komm auf die Fingerkuppen. Und jetzt schau, wie weit gelingt es dir, dass du dein Becken Richtung Boden sinken lässt, ohne dass du nach links oder nach rechts ausweichst. Deine Hüfte ist parallel zur vorderen Mattenkante ausgerichtet. Zieh die Schulter nach hinten. Und ich empfehle dir erstmal dynamisch zu üben, um die Muskulatur aufzuwärmen. Du atmest ein, Rücken lang. Und du kippst aus dem Becken nach vorn, die Ellbogen ziehen auseinander. Einatmen nach oben. Ausatmen, dein Rücken bleibt lang. Kopf ist angehoben. Mach das für dich ein paar Mal in deinem eigenen Rhythmus. Du atmest über die Nase ein
über die Nase aus. Und jetzt beim letzten Mal kommst du nach unten, mach zwei Fäuste, leg die Stirn auf die obere Faust. Jetzt erlaube es dir mal, die Augen zu schließen. Und lass dich richtig schön, zufrieden, schwer in den Boden sinken. Nimm die Dehnung wahr. Jetzt hast du auch eine gute Dehnung deiner rechten Gesäßmuskulatur. Piriformis wird gedehnt. Und dann atmest du aus, du richtest dich wieder auf. Platziere die Hände unter die Schultern, gib Gewicht auf die Hände. Herabschauender Hund. Blick nach vorn, zieh die Knie auf die Matte, andere Seite. Linkes Knie nach vorn. Dein rechten Fuß, dein rechtes Knie wandert weiter nach hinten, sink tiefer ins Becken. Kannst dir mal vorstellen, die Schienbeine von außen zueinander zu ziehen, um wirklich Kraft in die Körpermitte zu bringen. Heb den Kopf an, Schultern anheben. Bleib auf deinen Fingerkuppen, atme neu ein. Und dann kipp nach vorn, halte die Länge im Rücken. Mit einer Ausatmung gehst du nach vorn, unten. Einatmen, aufrichten. Mach das für dich noch 3-4 Mal. Und spür dich. Spür, wo ist die Dehnung, wo kannst du dich körperlich wahrnehmen, kannst du dich auf die Übungen einlassen, fällt es dir leicht oder schwer. Und dann mit der nächsten Ausatmung, komm nach unten, mach nochmal zwei Fäuste, leg die Stirn auf die obere Faust ab, erlaube es dir bewusst loszulassen, atmest vollständig ein und vollständig aus. Mit jeder Ausatmung gibt das Körpergewicht an den Boden ab. Die Einatmung wird länger, die Ausatmung wird länger. Kannst schön ins Becken hinein entspannen. Stell dir vor, dass du ihr im Beckenraum schenkst. Dann löst du wieder auf, bring die Hände zurück, erde dich und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Füße nochmal hüftgelenksbreit, zieh die Fersen Richtung Boden. Du merkst, wie dein Körper sich allmählich öffnet. Und dann zieh die Knie zurück auf die Matte. Jetzt gibt es eine kurze Pause und ich empfehle dir, die Knie zusammenzubringen. Probier das mal aus. Füße zusammen. Alle 10 Zehen auf die Matte bringen. Spreiz die Zehen. Und wenn es dir gelingt, leg dein Gesäß auf die Fersen ab. Du bist jetzt in einer guten Dehnung angekommen, deiner Fußsohle. Bleib innerlich aufgerichtet, deine Schultern gehen nach hinten, die Ohren über die Schultern. Heb den Blick an. Diese Übung fällt meinen Kursteilnehmern sehr schwer. Der Grund ist ganz klar, die Füße sind oft zu wenig in Bewegung, sind eingeschnürt über festes Schuhwerk. Und auch diese Übung soll dir zeigen, dass es sich lohnt, mehr Bewusstsein zu den Füßen zu bringen. Verschränk mal die Finger hinterm Kopf, zieh die Schulter nach hinten, unten, Rücken lang. Schließ die Augen und atme tief ein und tief aus. Lass die Dehnung zu, die Kraft in den Füßen kommt über eine aktive Fußsohle, das Fußgewölbe aufzubauen. Damit die Fußsohle wirken kann wie so ein Stoßdämpfer. Beim Laufen ist das für dich extrem wichtig, die Fußmuskulatur zu kräftigen, Verspannung, Blockaden in den Füßen zu lösen. Atme aus. Ich habe zwei Videos dazu mit schon erstellt. Ich verlinke sie dir mit. Das Ausrollen mit dem Faszienmassageball und die Füße im Yoga zu aktivieren durch bestimmte Massagen.
Es geht weiter, die letzte Übung. Und diese Übung ist für Läufer, glaube ich, mit die allerwichtigste. Du wirst jetzt deine seitliche Muskulatur dehnen, speziell den Tensormuskel, die äußere Hüfte. Die Übung ist etwas umständlich, kompliziert, aber ganz gut möglich. Rechter Fuß nach vorn. Füße hüftgelenksbreit, du kannst direkt mitüben. Dreh deinen rechten Fuß 45 Grad nach außen. Jetzt streck dein linkes Bein aus und dreh deinen linken Fuß nach rechts, sodass die Zehen hinten nach rechts schauen. Also du kommst auf die Fußaußenseite. Deine linke Hand ist leicht versetzt, also nicht direkt unter der Schulter, sondern ein kleines Stückchen nach vorn. Erde dich. Die linke Schulter zieht nach hinten, indem du den Oberarm nach außen drehst. Und jetzt bring die rechte Hand an die rechte Hüfte. Finde deinen Abstand und lass dich mal richtig schön satt schwer ans Becken sinken. Bauch aktiv, rechten Arm nach hinten. Du kannst hier bleiben oder du machst mit. Einatmen, Becken anheben, schieb den rechten Arm übers Ohr. Ausatmen, zurück. Noch zweimal. Einatmen. Ausatmen, zurück. Letztes Mal. Einatmen. Ausatmen, zurück. Löse auf. Herabschauender Hund. Heb den Blick an. Bring die Knie zurück auf die Matte. Andere Seite. Links geht nach vorn. Vergrößere den Abstand. Schieb dein rechtes Knie nach hinten. Linken Fuß ganz leicht nach außen drehen. Deine Zehen vom rechten Fuß drehst du nach links, komm auf die rechte Fußaußenseite. Rechte Hand ist leicht versetzt, damit hast du die Schulter entlastet. Lass dich wieder in die rechte Hüfte sinken, linker Arm nach hinten. Atme aus, einatmen, Becken anheben. Ausatmen, zurück. Noch zweimal. Einatmen. Ausatmen, tief ein, ausatmen, zurück, geh nochmal bewusst in die Dehnung, auflösen. Jetzt zieh die Knie zurück auf die Matte, setz dich erhöht auf eine Decke. Ha, tiefes Durchatmen, du merkst, ein paar einfache Übungen, wie anspruchsvoll die sind. Die letzte Übung für dich zum Ausgleich noch einmal, Baddha Konasana. Zieh die Gesäßhälften auseinander, erde dich über die Sitzbeinknochen. Bring die Hände an die Knöchel. Kannst den Abstand vergrößern und schieb die Füße so ein kleines Stückchen nach vorn, sodass hier so eine Art Quadrat entsteht. Wird es für dich leichter, in die Übung hineinzugehen. Oberkörper anheben, zieh die Schulter nach hinten unten, heb auch mal die Mundwinkel an. Und dann lass dich ausatmen, wieder schön schwer nach vorn unten sinken, egal wie weit es jetzt bei dir geht. Zieh die Ellenbogen Richtung Schienbeine, die Ellenbogen drücken gegen die Schienbeine. Und dann gib dich der Vorbeuge hin. Ein ganz ruhiger, gleichmäßiger Atem. Ein- und ausatmen. Tief ein. Vollständig aus. Nutz die Übung, um nochmal in die Ruhe einzutauchen, all die Anstrengung loszulassen. Dein Körper bewusst Entspannung zu schenken. Ruhe, um sich zu regenerieren. Atme aus, öffne die Augen, heb den Oberkörper wieder an, bring die Knie, Füße zurück, sitz bequem und aufgerichtet, führ die Hände vor dem Herzen zueinander, schließ die Augen. Gönn dir nochmal ein tiefes Durchatmen. Bedank dich bei dir selbst für die Übungspraxis.
Möge Yoga dir helfen, um immer wieder eine neue Verbindung zum Körper aufzubauen und einen passenden Ausgleich zu schaffen für all deine Aktivitäten, sodass du in deiner Mitte ankommen kannst. Atme aus, öffne deine Augen. Falls noch nicht geschehen, kannst du den Kanal hier oben abonnieren und auf dieser Seite findest du das nächste Übungsvideo. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.